Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer! Es gibt eine alte Journalistenweisheit, die lautet: Recherche macht die schönste Geschichte kaputt. Und ich habe den Eindruck, diese Weisheit hat auch hier im Hohen Haus eine Menge Anhänger, vor allen Dingen bei der Opposition. In der Debatte über das Tarifeinheitsgesetz ist von der Opposition immer wieder behauptet worden, auch hier in der Diskussion heute, der Gesetzentwurf sei verfassungswidrig, weil er massiv in das Streikrecht eingreifen würde. Ich finde schon bemerkenswert, mit welcher Selbstsicherheit Linke und Grüne diese Frage schon beantwortet haben. Es gibt in unserem Staat ein klares Verfahren, wie Verfassungswidrigkeit festgestellt wird, nämlich alleine vom Verfassungsgericht in Karlsruhe und nirgendwo sonst. Und die Behauptung, die Regierung hätte bewusst ein verfassungswidriges Gesetz vorgelegt, wäre wirklich eine Beleidigung, wenn man sie ernst nehmen würde. Das tue ich aber nicht. Die Anhörung Anfang des Monats hat für mich gezeigt, dieses Gesetz ist sehr wohl mit der Verfassung vereinbar. Der Gesetzgeber nutze seinen Spielraum, nicht mehr und nicht weniger. Man muss diese Argumente ja nicht unbedingt teilen, aber man sollte sie wenigstens zur Kenntnis nehmen. Zum Eingriff in das Streikrecht gab es bei der Anhörung, wie ich finde, einen bemerkenswerten Beitrag des Vertreters der Arbeitsrichter, Herrn Vetter. Die Arbeitsgerichte entscheiden ja über die Zulässigkeit und über die Verhältnismäßigkeit von Streiks. Herr Vetter hat ausgeführt, dass seine Kolleginnen und Kollegen Arbeitsrichter auch in Zukunft kaum zustimmen werden, wenn versucht wird, einen Streik per einstweiliger Verfügung zu verbieten. Insofern kann von einem massiven Eingriff in das Streikrecht überhaupt nicht die Rede sein. Die Grundbotschaft dieses Gesetzes ist: ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Das galt bis 2010. So wird sichergestellt, dass zwei Personen für die gleiche Arbeit nicht unterschiedlich entlohnt werden, nur weil sie verschiedenen Gewerkschaften angehören. Und es wird auch in Zukunft ohne Probleme möglich sein, dass Gewerkschaften ihre Zuständigkeit abstimmen und gemeinsam einen Tarifvertrag verhandeln. Insofern ist dieses Gesetz eine Aufforderung zur Kooperation und nicht zum Kampf von Gewerkschaften gegeneinander. Und deshalb ist dieses Gesetz eben keine Schwächung der Gewerkschaften, sonst wäre die große Mehrheit im Deutschen Gewerkschaftsbund nicht dafür. Und sonst hätte auch der Chef des DGB, Rainer Hoffmann, das in der Anhörung nicht noch einmal ausdrücklich betont. Richtig ist aber auch, ich möchte das noch eben sagen, wer für Tarifeinheit ist, muss sich auch dafür einsetzen, dass die Flucht von Unternehmen aus Tarifverträgen ein Ende hat. Denn das ist das Gegenteil von ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Das ist ein Betrieb, kein Tarifvertrag. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Aber selbstverständlich. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, für die Zulassung der Zwischenfrage. Würden Sie mir nicht recht geben, dass das Streiken nicht unbedingt ein Selbstzweck ist, man streikt, um zu streiken, sondern das Streiken hat ja auch eine bestimmte Grundlage, einen Sinn und einen Zweck, nämlich einen Lohntarif auszuhandeln. Und wenn eine Gewerkschaft nicht die Mehrheit hat, wird sie auch keinen Lohntarif abhandeln können. Und dann wird zwangsläufig auch dieser Streik immer unverhältnismäßig sein, weil er gar nicht dazu geeignet ist, einen Lohntarif herbeizuführen. Also, wenn ich nicht für den Lohn verhandeln kann, weil ich gar nicht die Mehrheit habe, kann ich am Ende nicht streiken. Ist es nicht so? Das ist das, was ich eben meinte mit Recherche macht die schönste Geschichte kaputt. Ich verlasse mich da weniger auf meine Spekulation, auf mein Gefühl, sondern ich verlasse mich da auf das, was mir Praktiker sagen. Ich habe Ihnen eben den Vertreter der Arbeitsrichter, der, glaube ich, besser Bescheid weiß als wir beide zusammen, was der Vertreter der Arbeitsrichter gesagt hat. Also die Arbeitsgerichte werden auch in Zukunft sehr zurückhaltend sein, was das Verbot von Streiks angeht. Und ich glaube, da sollten wir mal abwarten, was passiert, und nicht im Vorhinein eine Apokalypse an die Wand malen. Ich würde aber gerne noch den einen Gedanken zu Ende führen. Ich habe gesagt, wer für Tarifeinheit ist, muss auch die Flucht aus Tarifverträgen stoppen. Die Unterstützung für das Tarifeinheitsgesetz durch die Arbeitgeberverbände wäre glaubwürdiger, wenn mit der gleichen Energie gegen die Flucht aus bestehenden Tarifverträgen gearbeitet würde. Stattdessen wird immer mehr Unternehmen die Mitgliedschaft ohne tarifpolitische Verpflichtung ermöglicht.
Und deshalb auch mit der Neuregelung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen im vergangenen Jahr wollen wir erreichen, dass das Arbeitsleben wieder gemeinsam durch Gewerkschaften und Arbeitgeber gestaltet wird. Auch das gehört zur neuen Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, die wir dringend brauchen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Rudolf Henke.